Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Vorstellung. Ja, es geht heute um einen Rasierer, aber nicht irgendeinen Rasierer, sondern einen sogenannten 5-in-1 Rasierer. Ja, ich habe selber gestaunt, ich habe ihn auch schon ein paar Mal benutzt, deswegen sind auch bestimmte Teile auch schon ausgepackt und nicht mehr in der Folie drin. Ja, dass ihr da erstmal drüber Bescheid wisst. Jo, kannst du erstmal losgehen? Ja, und so sieht das schöne Stück aus. Ja, da die Teile sind schon rausgenommen und da werden wir euch mal zeigen, was das hier alles so ist. Ja. Ja, mein häufigster Teil, was ich sehr gerne benutze, ist der hier. Das ist ein Kopfrasierer. Der macht sich auch für einen Bart auch ganz gut. Muss man natürlich langsam aufdrücken, darf man natürlich nicht so doll machen. Beim Kopf sieht es ein bisschen anders aus, aber muss halt jeder ja, so Also die Teile bewegen sehen. Sich sogar da. Die können sich bewegen, genau. Passe ich so den Kopf an. Das ist ein 7D-Rasierer in dem Sinne. Ja. Ja. Und da unten ist das Ding, das dreht sich und dann drehen sich alle Klingen gleichzeitig. Ja. Und das Hauptteil ist das hier. Genau, das ist das Herzstück vom Ganzen, das ist der Motor sozusagen. Ja. Ja, und hier drin ist das Drehteil, hier wird das eine steckt. Ja, und hier hinten wird aufgeladen. Er hat da sogar noch einen USB-Anschluss dran. Man kann ein Type-C benutzen, du kannst aber auch den, wenn du willst. Ja. Da sind hier hinten diese kleinen drei Punkte. Das sind Kontakte. Die gehen dann daran, wird den hier draufgepackt. Und dann kann der halt laden direkt. Ja. So, und dann sieht man hier im Display dann die Zahlen. Das kann ich auch gerne mal vorführen, dass ihr das. Alles gerade nicht aufgeladen, ja? Dann würde man die sehen. Ja, alles gut. Das kann man so zeigen. Kommt mal mit. Zeigen wir euch das mal fix. So, und jetzt ist es ja gerade an. Das passt ja gerade. Ich habe gerade ein Video hochgeladen, da war alles gut. Das ist ein anderer Kanal noch von mir. Ja, das ist, falls ihr mal was sehen wollt, so heißt der Kanal. Genau, genau. So. Und zwar folgendes. USB-Anschluss. Na komm. Der Vorführeffekt ist da. Ja, ist sogar ein Type-C-Kabel. So. Cool. Also ich mache das jetzt mal schnell so. Nur um euch, dass ihr nicht so lange warten müsst. USB brauche ich nicht erzählen, wisst ihr, wofür das ist. Kennt er. So, dann kommt der USB-Anschluss hier rein. Genau hier. Weiß auch jeder wofür. Nee, Quatsch. Entschuldigung, ich kann ihn jetzt hier reinstecken. Das wäre die erste Lademöglichkeit. Sehr geil. Der würde jetzt laden. Möglichkeit 2. Ich kann aber auch sagen, nö, ich möchte den USB-Anschluss hier drin haben. Pack ihn hier rauf. Nimm das Herzstück, also den Motor, wie gesagt, die Kontakte. Pack auf. Und dann lädt er auch. Sehr geil. So, könnt ihr euch richtig angucken. Und da hier. Ja, den lassen wir jetzt erstmal vorladen. Weil den brauchen wir nachher. Richtig. So, das wäre das. Ja, und dann zeigen wir euch noch die Zusatzteile. Richtig. Ja, aber vorher zeige ich euch noch den Karton ein bisschen. Damit ihr mal sieht, von welcher Firma der ist. Den haben wir uns selber gekauft, deswegen auch keine Werbung. Aber ihr könnt sehen, wenn ihr ihn haben wollt, das ist die Nummer. Also der wurde nicht gesponsert, sondern der ist selbst gekauft. Was hat der gekostet? 26 Euro. Ui, das ist günstig. Das ist wirklich für den Preis, ist das völlig in Ordnung, was der macht. Das ist krass, sogar wasserdicht und alles. Und hier sind noch ein paar Aufsätze. Das kennt ihr ja, das ist zum Beispiel für den Kopf und für die Kotelettenseiten. Das ist wie so ein Standardrasierer, der wird hier oben auch eingesteckt hier. Und dann gibt's. Wie funktioniert das hier? Das habe ich noch nicht rausgekriegt. Das ist für mich auch neu. Ja. Auf jeden Fall steckt man das auch auf. Vielleicht dreht er sich oder wie? Oder macht so. Der dreht sich, das habe ich schon gesehen. Der dreht sich komplett, also der rotiert halt. Also, ist ja krass. Ich weiß jetzt nicht, ob der für die Sicht gedacht ist oder für den Rasierer zum Saubermachen. Soweit bin ich noch nicht hintergestiegen. Das hier ist ein Nasentrimmer. Genau, das ist ein Nasentrimmer, kennt er ja. Genau. Ja, und das sind klassische Rasieraufsätze. Das ist der kleinste. Irgendwo müssen Nummern draufstehen. Wie klein. Genau, und da sind auch danach dann auch die Millimeter. Auf der Rückseite stehen die. Das sind leider ein bisschen dunkel. Ja. Genau, da müssen wir jetzt sieht man das. Ja. 3 mm. Habe ich jetzt einfach. Muss ich sehen, ob es nicht reinfeuert ist. Na, wir haben nämlich nur ein klein bisschen Licht hier.
Merken wir jetzt nicht. Ja. Auf jeden Fall gibt es 3 mm, ich glaube 6 mm, also, 9 und 12. Ich guck mal, das sind in dem Fall hier. Ein 6er dürfte das sein. Genau, der hat 6 mm zum Beispiel, wenn ihr mal gucken wollt. Dann haben wir hier noch einen 3 mm, den hast du gerade gezeigt. Ja. Dann haben wir. Das dürfte der 9er. Hier ist der 9er, den habe ich schon in der Hand. Also dann ist das der 12er. Das dürfte, genau, das ist der 12er. Das ja. ist der 12er. Also bis 12 mm, also 1,2 cm. Kann man halt wählen. Ja. Ja. Das sind die Aufsätze. So, und jetzt zeigen wir euch mal, wie das ungefähr aussieht. Tjo. Der hat jetzt wie viel Prozent da? Jo, der ist jetzt nicht viel mehr geworden, aber es geht. Das ist ja nur so ein klein bisschen vorführen. Ja, am Ende wird später mit Nassrasierer nachgesetzt. Genau. Jetzt nur zu zeigen, damit er ein paar Stellen sieht, damit er ungefähr sieht, wie die Qualität der Rasur ungefähr ist. Weil der ist gerade nicht aufgeladen richtig, der hat 11%. Genau, also der hat eigentlich, genau, der macht eigentlich noch schneller. Das ist jetzt nur, weil er jetzt weniger Prozent hat, jetzt auf 13 geschalten. Ja. Deswegen macht er jetzt weniger, also dadurch bitte nicht beirren lassen. Ja, auf jeden Fall. Man nehme das Teil hier, ne? Mal gucken, die Haare, genau. Ich mache jetzt nur mal hier so vorne, dass ihr das seht. Da kann man sehen, wie die Qualität. Ja, da geht was weg. Deswegen hat er sich die extra 3 Tage oder so waschen lassen, um das besser vorzuführen. Ja, das ist auch. Man sieht einen Unterschied. Das ist auch die Höchstlänge, also länger auf keinen Fall. Weil sonst dauert es wieder zu lange, um die Haare auch wirklich wegzurasieren. Man merkt schon, weil er ein bisschen langsamer dreht, dass die Prozent hat. Genau. Der ist ganz vorbereitet. Deswegen ist jetzt, also deswegen lasse ich davon nicht berühren, der ist so ein klein bisschen besser. Hat jetzt echt mit der wenigen Prozentzahl nur zu tun. So, das was ihr gesehen habt, ist auch wirklich was weggeht. Ja. Und das liegt auch daran, weil es komplett dicke Haare sind und sehr dunkle Haare. So. Bei einer blonden Person wäre das richtig geil. Dass er das mal so seht halt. Ja, ne? Ein bisschen ist auf jeden Fall weggegangen. Vorne genau. Ist noch alles liegt daran, weil die Prozente nicht. Genau, das hat mit der Prozente zu tun, deswegen wird ja auch mit. Oh, und es bleibt auch ein Millimeter immer dran. Ne? Richtig, genau. Das ist sowieso. Ja, weil hinterher gibt es immer noch sowas hier, deswegen ja. Richtig, dafür gibt es ja dann auch den, aber das habt ihr schon zu oft gesehen, das werde ich jetzt nicht zeigen. Ja. Weil das habt ihr schon so oft gesehen, wie ich das mache. Also, ja, das ist Videos, dafür, damit man den öfters nutzen kann, damit nicht immer so viel Haare drinstecken. Genau. Dafür ist es da, damit man die erstmal kurz kriegt und dann. Genau, der soll nur erstmal kurz sein, genau, und dann kommt der hier und dann wird nachrasiert und dann. Ja. Das kennt er ja. Ne, von den anderen Videos. Ja. Können wir mal vorführen? Ich will mal wissen, der macht, dreht. Der rotiert sich halt. Der rotiert sich in der Gegend. Genau. Gut. Also folgendes: Dann nehmen wir den Rad. Den packen wir erstmal hier an der Seite. So. Dann kommt der, also wofür der jetzt da ist, ist eine gute Frage. Ich habe ihn halt noch nicht benutzt. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt wirklich fürs Gesicht hier oder ob der für einen Rasierer sein soll zum Saubermachen. Mhm. Könnt ihr mal gerne in den Kommentaren schreiben. Auf jeden Fall ist er am Rotieren. Ah, der dreht komplett rum. Er ist am Rotieren, ja. Ja, genau. Und da sieht man die Schnelligkeit. Ja, er ist am Rotieren halt. Also, könnt ihr auch an die nehmen, mal schlagen. Kann man direkt massieren. Ja. Ja, also. So viel erstmal dazu. Ja, 10% ist gleich runter. Aber ist okay. War schon. Ja. Ne? Ja, klar, und dann hat man hier noch. Das ist halt eben dieser Schutz hier halt dafür. Ja. Den macht man hier so auf. Ja. Aber ich glaube, der. Nee, damit hat es nichts zu tun. Schon mal kurz was testen. Ich glaube nicht, dass das ist. Nee. Ja, nee. Klar. Natürlich nicht. Also war mir bald klar gewesen. Nee. Ja. Okay, nee, das hat eine andere Bedeutung. Okay. Ja, und das hier kennt er ja auch schon, das ist der ganz normale Aufsatz. Gut. Ja. Den ganz normalen Aufsatz, genau. Das sieht dann nämlich so aus. Kann ich dir noch mal zeigen, genau. Der sieht dann tatsächlich so aus. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, der Rasierer jetzt. Ja, ist ein bisschen komisch jetzt. Also. Ja. Ja. So, und dann nehmen wir mal gleich die. Nee, bei dir nicht. Warte mal. Das ist der Dreier. Nee, so viel will ich nicht sein. So viel bin ich nicht. So. 9, nur so viel bin ich auch nicht. 12 ist okay, das passt. So. Na, 12 cm? Natürlich nicht, ist ja klar.
Ja, so sieht das aus, wie so ein Schuh sieht das aus. Kennt er ja, genau. Und dann, dass man dann hier rüber geht. Bei mir passiert jetzt nichts, weil meine Haare natürlich zu kurz sind für 12. Aber ja, nur in etwa wär's denn halt. Ne? Ich mache eigentlich, wo die ganz lang noch waren, meine Haare. Na, was heißt ganz lang, aber eben zu lang schon für einen Rasierer. Da habe ich halt den gemacht. Zeige ich euch auch mal eben. So, habe ich den hier reingesetzt, habe ich den gemacht und dann habe ich diesen hier gemacht. Ja klar, da geht sogar noch was ab von, ist auch fett. Ist jetzt nicht doll, ist klar, aber da geht tatsächlich was ab. Ja. Das war halt meine Vorrasier-Rasur. Dann habe ich den hier genommen, den ihr bereits schon gesehen habt. Den und zu guter Letzt natürlich von den anderen Videos, den hier. Ja. Den kennt ihr ja auch soweit, ne? Ja. Also natürlich nochmal so gezeigt, erstmal Entschuldigung wegen dem. So, auf jeden Fall. Ja. Da ja, wird das richtig poliert und dann sieht es richtig wie Dwayne Johnson aus. Beziehungsweise so, ne? Kennt er ja. Gut, so viel erstmal dazu. So, hast du noch was? Hast du noch nichts? Ja, dann haben wir eigentlich alles gezeigt, was er kann. Alles gezeigt, ne? Gut. Ja. Ja, gut, dann bedanken wir uns bei euch wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Vorstellungsvideo.